So, ignoriert einfach, dass hier alles voll steht. Das ist noch für ein anderes Video. Aber wir haben jetzt 10.25 Uhr am Vatertag. Und mal hat man einfach mal Bock, was Schnelles zu essen. Dampfverbot sitzt hier auch 10 Minuten hin und lamentiert über Chicken Nuggets. Habe ich mir gedacht, mach ich auch mal. Was brauchen wir? Was wollen wir? Wir wollen einfach ein Schnitzelbrötchen. Ganz einfach Ketchup drüber, bis fertig. Ne? Brauchen wir ein Brötchen? Ich habe hier auch ein Brötchen. Was ist jetzt passiert? Ich habe hier ein Aufbackbrötchen, Gomrad und Wiese. Könnt ihr euch auch frisch beim Bäcker holen, je nachdem, wir am Feiertag bei uns ist alles dicht. Und haben dann hier Hähnchenschnitzel. Fertige, drei Stück. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Ich mache es sogar im Ofen, manche machen es sogar in die Mikrowelle, es ist kalt, ich finde es eklig. Das Hähnchenschnitzel machen wir jetzt hier bei 10 bis 12 Minuten soll es in den Ofen. Das heißt, wir geben das Schnitzel jetzt in den Ofen, vorgeheizt auf 200 Grad. Unter Hitze? Ja, gut. Gehen wir dann in 200 Grad und bei, naja, wie gesagt, wenn es 10 bis 12 Minuten soll, schmeißen wir rein, vorgeheizt, nach 6 Minuten, nach 8 Minuten geben wir das Brötchen hinzu, weil das ruckzuck durchbackt und die sehr schnell hart werden. Da müsst ihr euch dann ein bisschen abstimmen mit eurem Brötchen. Machen uns ein Schnitzelbrötchen. So, jetzt habe ich so lange gelabert. Jetzt sehen wir mal zu, ich kann das in den Ofen und dann sehen wir uns dann, wenn es fertig ist. Geh auf jetzt. Ah, wie lecker und wie feucht. Bah. So, eine kleine Sache, weil ne, wir machen Schnitzelbrötchen. Jetzt hätte ich fast wieder vergessen, was war. Ich habe hier geriebenen Gouda. Der ist noch offen, der ist noch von der Pizza über. Ihr könnt natürlich auch Scheiben nehmen. Empfehlenswert ist halt, dass ihr die untere Seite nehmt. Ja? Das gibt so den gewissen Kick dazu. Ja, Käse. Geschmacklich müsst ihr dann für euch aussuchen, welchen ihr nehmen wollt. Also ich nehme Gouda, ich nehme ehrlich gesagt aber Gouda, weil ich immer Gouda nehme. Für alles Mögliche. Außer, wenn ich jetzt speziell Pizza italienischer Art mache, dann nehme ich natürlich Mozzarella dafür. Ja, mit Teig etc. Wird der Teig etc. selber gemacht. Und erstmal streuen wir ein bisschen was Käse auf den alten Lumpen. Ja. Dann auf die andere Seite, damit das auch schon ein bisschen ins Brötchen reinwächst. Ja. Weil wir wollen ja nicht das komplette Schnitzel einhüllen. Wir wollen das ja nur mehr oder weniger ein Brötchen haben. Da könnt ihr auch einen Löffel zu nehmen. Mache ich aber nicht. Ich mache nämlich meist so. Dann lass es mich hier so und dann kannst du einfach ganz fein hier in der Flasche verteilt es einfach. So. Ich habe jetzt so eine schöne Barbecue-Soße. Da ist auch wieder, da ist auch wieder geschmacklich diese Sache, was dann eher was für euch ist. Ne? Wollt ihr eine Barbecue-Soße nehmen oder eine Hamburger-Soße oder von mir aus, manche Leute nehmen ja auch gerne mal Frittensoße dafür. Also da muss man sich dann, das muss man sich dann überlegen. Ja? Wichtig ist, dass ihr die Seite, wo die Soße drauf ist, Oberseite ist, weil sonst hast du nachher schon rein. So, dann müsste eigentlich auch unser Schnitzel rauskommen. Ja, Käse, Barbecue-Soße und Hähnchenschnitzel. Ich guck mal kurz in den Ofen. Ja, das ist soweit, das können wir rausnehmen. Und ich klappe es auch auf einen Anhieb hier. Mein Gott. Kommt irgendwie ein bisschen Prime raus. Macht nix. Oh ja, das ist gut. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das Schnitzel auch schön heiß aus dem Öffchen kommt. Aus dem Stöpfchen, keine Ahnung. Haben wir hier unser gejutet Stück. Jetzt gehen wir dann hier auf den Käse. Zack. Ja. Und dann lassen wir das ruhig erstmal so eine Minute hier drauf liegen. So eine halbe Minute, Minute lässt das liegen. Ja, dann kannst du natürlich auch einen Deckel schon drauf machen. Weil du weißt selber, die Süßchen, wenn Süßchen warm wird, schmeckt es ja nochmal ganz anders. Drückt dann einmal ein bisschen fest hier. So, jetzt können wir das mit drüber nehmen und genießen. Allerdings muss ich ja auch einmal reinbeißen, glaube ich. Ne? Und das passt wohl nicht. Nehme ich auch hier vorne ein Stück weg und dann passt das schon. Ha! Ha! Mmh. Super! Erste Sahne. Jederzeit wieder. Mmh. Ich bin raus. Ah, das ist heiß. Ah.
Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.